herzlich willkommen beim Red Ring Videomagazin und Tourtag 2 von der Schwarzwald-Schwaben-Tour und wir frühstücken jetzt erstmal. Die Mountains da hinten. So, jetzt ist man gerade nur wieder zaubern. Da sind die Berge. Und die Jugendherberge im Schloss. Ja, sie ist auch da. Boah, ist das nice. Kann ich da geschlafen, ey. Weil wir das Penthouse hatten. Ja, echt. Das ist echt ein Penthouse. Das ist so schön, die und mir. So, Freunde. So. Seht ihr das hinter mir? Man kann es kaum erkennen. Oh, da seht ihr das hinter mir. Wir sind immer noch mitten im Schwarzwald. Wir sind am ersten Stop von Tag 2 jetzt angekommen nach einer 40 Minuten Fahrt. Mega schöne Landschaft und mega nice alles. Mit dem Nebel, der aus den Wäldern rauskommt. Und wir sind am ersten Stop. Das ist, ja, wie heißt das überhaupt? Rodelbahn Guttach. Und das ist ein Alpine Coaster. Den werden wir jetzt gleich hier mal schön rocken. Ich bin gespannt. Das ist so geil hier, da steht die Kuh auf dem Berg, auf der Wiese. Ey, diese Landschaft ist unfassbar. Es ist so schön hier. Vor allem mit Elena lacht uns die ganze Zeit über uns dafür aus, dass wir das so abfeiern, aber. That's it, ey. Oh, geil. Alter! Riesenmülleimer! Man sieht ja auch, wie groß die Zigarettenschachtel da drin ist. Das ist schon was toll. So, und damit. So, ich hasse es. Ja, Stop 2 von Tag 2. Wir sind an der Waldschenke. Ich weiß nicht, wo wir sind. Schönberg. Du kennst dich echt überall aus. Ja, klar. Und wir machen noch ein paar Aufnahmen. Ist echt schön hier. Aber wir werden uns auch nicht lange aufhalten. Und einen Count mitnehme ich dem Butterfly. Aber wir haben heute ja schon den Schwarzwaldpark gestrichen. Da wäre auch ein Count gewesen, aber der war echt kacki, der Count. Und der Schwarzwaldpark, das wäre vom Steinvasenpark aus super gewesen auf unserer Route. Aber wir sind ja noch zu Elena und Fabio gefahren. Und von da aus war das dann wieder nicht so cool zu kombinieren, finde ich. Und deswegen haben wir den gestrichen. Hat aber auch einen neuen Besitzer seit kurzem und der ist der Besitzer auch vom Steinvasenpark und da hoffen wir, dass das auch da wohl jetzt noch besser wird und dann lohnt sich das auch mehr. Dann kann man das irgendwann mal mit dem Europapark kombinieren. So, wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um und ihr natürlich auch im Video. Action. Laut.
So, wir sind durch. Ich habe den Count mir geholt. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, Video eingesprochen. Jetzt gehen wir noch alle Pipi machen und dann. Ja, Uschi und ich. Und dann fahren wir auch schon weiter. Wir haben ja noch was vor heute, ne? So, Freunde, was zum. Abenteuerlich geht's weiter. Wir haben jetzt hier am Wegesrand geparkt. Also da hinten. Und jetzt kommt wenigstens auch, also nicht wenigstens, aber es kommt noch ein Freizeitpark natürlich jetzt, damit wir auch einen Freizeitpark besucht haben an dem heutigen Tag. Da wir einen gestrichen haben, sonst wären es zwei gewesen. Da hätten wir auch früher losgemusst und es wäre alles noch knapper geworden. Und wir sind jetzt beim Traumland. Nicht Traumlandpark, wir sind nicht in Bottrop. Und ja, gucken, wo es überhaupt zum Eingang geht. So, seht ihr den Berg hinter mir und vor mir. Und wir haben ja auch unten geparkt. Ich darf da jetzt zurücklaufen, weil ich meine GoPro vergessen habe. Mann, das ist halt das Problem, wenn man so viele Stops an einem Tag hat und alles immer einfach ins Auto schmeißt. Fuck. Nach dem Rundgang durch den Märchenwald sind wir jetzt im... Was? Das ist süß. Jetzt kommt das auch noch zu dir. Ich gehe kaputt. Mit Doppelzaun. Die sind gefährlich. Ja, die sind dumm. Sind wir jetzt endlich im Freizeitpark, nicht endlich, sind wir im Freizeitpark Teil angekommen. Mega gut, super schön, also sieht richtig, richtig schön aus. Wir machen jetzt hier gleich mal ein paar richtig nice, nice Aufnahmen für euch. Und ich habe euch mal erzählt von dem Tier- und Park in Brüggen bei uns um die Ecke, wo auch die Sommerrodelbahn mit dem Plastiktrack ist. Da gibt es auch ein Video auf dem Kanal zu, könnt ihr mal gucken. Da gab es früher mal ein Madhouse, wo eine Schaukel drin war, wo sich dann so ein Plastikhaus rumgedreht hat. Hier steht auch so ein Madhouse. Ich weiß nicht, wie es von innen aussieht. Es sieht von außen schon viel, viel, also eine Trilliarde mal besser aus als das, was ich kenne. Aber wir gehen da gleich mal rein und testen das für euch und werden euch natürlich berichten.
Mich persönlich? Ja. Okay. Ich bin die Ines E., Geschäftsführerin, ein Teil der Geschäftsleitung vom Freizeitpark Traumland. Nicht von einer Attraktion zur nächsten zu hetzen, sondern wirklich das Kind Kind sein lassen und auch vielleicht selber nochmal in dieses Feeling zu kommen, als Kind den Park zu erleben. Willkommen zum Horrorfilm. So, ist ja noch hell. Wäre ich jetzt gut in After Effects, würde ich das Ganze nochmal schneiden, aber dann mit so ganz dunklem Himmel und krusch. Und ach so, okay. Ja. Wir sind jetzt durch. Gott, Lawine. Ja, Traumland, mega, 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 mega schöner Freizeitpark. Absolut überraschend nice. Ist natürlich nur für Families mit Kiddies. Möchte ja auch nur sein. Ich komme ganz kurz zur Bärenhöhle, was das ist. Eine Höhle mit Bären. Das ist das, was das Einzige, was ich kritisieren möchte, das Ponyreiten. Ich wäre für Bärenreiten, weil hier überall mit Bären und so. Aber mehr dazu erfahrt ihr auch im Interview mit der Geschäftsführung vom Traumland. Und wir sind auf jeden Fall schwerst begeistert, fahren jetzt aber weiter und haben noch einen Stop. Wow. Das ist boah. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter und haben noch mehr für euch. Einzige deutsche Ostereier. Und Scheiße, wir müssen mal so ein Museum-Kaul machen. Nein. Das wäre voll cool. Wir fahren vielleicht in 3 Museen in unserem Leben. Ja, da müssen wir nicht neu anfangen. Dafür, wenn wir alle 8 haben, machen wir das, okay? Ja. Dann sind wir alt. Ja, dann ist das okay. Aber das Ding ist, wir sind auch schon an 3 Milliarden Museen vorbeigelaufen, vorgestanden. Wir sind ja nicht mal ins Louvre gegangen. Ja, das ist nämlich auch Kunst. Das ist eben nicht. Das ist nur Historie. Ja, also das Ostereimuseum hat mich auch überzeugt jetzt. Ja, oder? Also wir fahren vielleicht nochmal vorbei. Ja, aber was war das gestern? Das Tretpaddel, das Paddelmuseum? Floß. Floßmuseum. Ja. Für Flöße. Ja, aber Elena hat gesagt, das ist nicht gut. Ja. Das ist total langweilig. Das sind überall nur Bretter und Stöcke. Das hat ihr gesagt, das sind bestimmt nur Bretter und Stöcke. Ja. Ja. Jo. Neuer Teddy. Ja, warum sollen wir die fahren? Weil es Spaß macht? Nein, Bobbahn macht keinen Spaß. Oh, wir haben Werbung am Auto von der Sommerrodelbahn. Da kommt das an. Erpfingen. Wo ist das? 4 Kilometer von der Bärenhöhle entfernt. Da, 4 Kilometer von hier? Mhm. Ja, da fahren wir jetzt hin. Wir sind so gut im Zeitplan jetzt. Ein 1,3 Kilometer langes Bobvergnügen mit 13 Steilkurven. Fahren wir jetzt hin. Geil. Wo ist ein Autoschlüssel? So, wir sind angekommen. So. Kletterpark, Trampolin, so Bungee-Trampoline. Wir sind quasi schon dann vorbeigefahren. Da gab es auch ein Schild, aber da war ein riesen Dinosaurier von jemandem privat im Garten. Und der hat uns so abgelenkt, dass wir das übersehen haben. Und ja, jetzt checken wir das mal aus hier. Ist auf jeden Fall gut was los, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind jetzt die Bobbahn gefahren, die wir hier spontan gesucht haben, weil ein Flyer bei uns am Auto hing. Hat echt Spaß gemacht, ich hatte ein bisschen Angst, ich habe auch ein bisschen gebremst, muss ich sagen. Zugeben. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich cool, hat Spaß gemacht. Jetzt fahren wir zum 100. Mal diese Strecke hier lang. Oh, hier ist der Dino.
Hier muss ich auch voranhalten. Da ist der Riesendino. Ist der aufgeblasen? Ja, ja. Aber das abgespannt. Ich sehe ja nichts auf dem Navi. Besser. Und jetzt fahren wir zum letzten Stop für heute. Und danach müssen wir echt was essen. Ich habe mich voll Kohldampf inzwischen. Ja. Aber dafür haben wir keine Zeit. Es ist gut, dass wir den Dingens gestrichen haben, den Schwarzwaldpark, weil wir hätten früher losgemusst. Und ja, wir wären gar nicht hingekommen. Das hätte gar nicht gepasst alles. Nee. Obwohl wir überall nirgendwo warten mussten. Ja. Aber irgendwie ist es dann doch zu knapp. Egal. Ja. Auf jeden Fall, die Landschaft ist immer noch mega pornos. Auch wenn es alle anderen, die hier wohnen, dafür auslachen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich noch wird. Aber das seht ihr ja auch jetzt gleich in diesem Video. Also Tag 2 ist ja vollgestopft mit Kram. Bis gleich. So, last stop today. Alpine Coaster. Yippie-ki-yay. Ja, ich würde es hier machen. Von so weit. Oh. 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 Jetzt melden wir uns auch nochmal wieder. Sind den Alpine Coaster gefahren. Ist okay. Da habe ich ja ein Review dazu gemacht. Guckt das Video. Hashtag guckt das Video. Es gibt einen Spoiler. Aber wer das hier guckt, hat Pech. Es gibt halt einen coolen Drop. Ansonsten ist das Layout ziemlich lame. Und wir versuchen jetzt was zu essen zu finden. Irgendwo. Ich habe Hunger. Nur sehr, sehr gut und sehr nobel gefrühstückt. Aber jetzt haben wir 5:30. Das Kuschelbrillen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gechillt hier an der frischen Luft, weil es war den ganzen Tag. Das jetzt machen wir jetzt. Nom, nom, nom. Und was? Wir müssen erstmal Bier holen gehen. Ja, an irgendeiner Tankstelle gibt es auf jeden Fall Bier. Hier gibt es Tankstellen mit Bier, nicht wie in Frankreich. So. Und das waren jetzt meine Piktogramme, pantomimisch dargestellt zu dem weiteren Tagesablauf. Am da, Junge. Krabbel, auf und dann krabbel. Was? Krabbel. Wir sind in Göckingen. Göppingen. Göppingen. Scheint so was Ähnliches wie eine Stadt zu sein. Seit langem. Ja, wer weiß. Weil wir sind echt über Stock und Stein gefahren, die Wälder rauf und runter. Eben war ein Ding, das war ein etwas befestigterer Feldweg. Sagte Uschi halt schon lachen. Geil, wenn sowas die Hauptstraße in der Stadt ist. Es war auf jeden Fall crazy. Da waren auch schon ein paar mehr Häuser. Und auch Serpentinen wieder, die so eng waren, wo ich dachte, es kann eigentlich nur einspurig sein, aber nein, es war zweispurig. Da kamen uns auch Leute entgegen. Ja, wir haben jetzt einfach auf Map eingegeben, Mac is auf der Route. Kreativ, aber es wird wahrscheinlich auch das einzige Mac is auf der Tour sein und ein Mac is brauchen wir auf der Tour, sonst geht das gar nicht. Mac is rettet Leben. Die sind die heimlichen Sponsoren unserer Touren. Du kriegst ein Obdach. Du kriegst da Essen, du kriegst da Trinken, du kriegst da WLAN, du kriegst da Strom. Das ist echt nett. Und es scheint wohl, hier ist der Bahnhof gleich im Bahnhof zu sein wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Sticky. Du möchtest, also entscheid du. Ich habe 22 Cent Stück. Dann haben wir beides. Du darfst auch mal gehen, okay? Eins zurück. Mit der Ready für den nächsten. Oh mein Gott, du hast auch keine Kinder. Ne? Cola. Oh, Scheiße. Mann. Ich hab sogar noch eins.
Tim? Brummkreisel. Hä? Der ist da auch drauf. Scheiß Verarsche. Willst du auch noch einen Zehnter, also jeder einen Zehnter-Schock? Ja, komm. Dann kannst du nämlich das Cola haben. Ja, wir kommen immer Cola, Arschloch. Boah. Nein! Das ist Apfel oder was? Gib mir das. Achso. Geil! Witziger Mensch. Dass es sowas heute überhaupt noch gibt, Center Shock. Überhaupt so verpackt? Damit das da rausrollen kann. Hat es überhaupt MAD? Nee. Keine MAD. 1936. Das ist beeilen. Das ist jetzt 10 nach 7. Boah, ich hab jetzt schon. Ich auch. Oh Gott. Boah, das riecht schon so sauer. Boah, lass mal reinriechen. Boah, das riecht gar nicht sauer. Riech mal meins. Oh, Scheiße. PC-Reiniger. Mann, das hast du, wie heißt denn deins? Keine Ahnung. Ist abgerissen, ne? Meins heißt Splashing Cola. Hidden Apple. Was für ein Apple? Hidden. Versteckt. Ja, so riecht das. Oh, das riecht. Boah, Alter, was ist das denn? Alter, da rollen sich dir die Fußnägel auf, ey. Oh, das ist immer noch sauer. Alter. Oh. Das haben wir nicht früher gekauft. Das haben wir doch jetzt gekauft. Oh, jetzt ist süß. Boah. Oh. Mein Kreislauf ist völlig fertig. Ich bin voll heiß. Boah. Wir sollten weiterfahren. Mach das nicht. Wir haben unser nächstes Ziel für morgen erreicht und gleichzeitig auch unser Nachtquartier. Und ja, wer es erkennt, weiß, wo wir dann morgen sind. Wer nicht, der nicht. Ah, hier ist unser Nachtquartier und der Hintergrund unseres Nachtquartiers. Ja, Mensch, Enkel. Tada! The sun goes down.